Zweck und das erreichbare Ziel des Kabaretts anlangt, überhaupt der Satire, der Geformten, bleibt der direkte Weg übrig in die Öffentlichkeit. Und wenn man an die Ideale und Ziele glaubt, muss man ihn gehen, wie Sie sagen, auf die Straße. Ebenso spöttisch wie engagiert, um die Menschen zu bessern. Er selber sah sich als Schulmeister, als Moralist und als Urenkel der deutschen Aufklärung, Spinnefeind der unechten Tiefe und zugetan den drei unveräußerlichen Forderungen an den Schriftsteller: der Aufrichtigkeit des Empfindens, der Klarheit des Denkens und der Einfachheit in Wort und Satz. Aber war er das, was er vorgab zu sein? Es gibt Leute, hat er mal gesagt, die behaupten, über Kästner besser Bescheid zu wissen als gerade ich. Ein paar Freunde, ein paar Frauen, ein paar Feinde. Und diesen Leuten, so ist zu vermuten, hätte er auch das Wort zu seinem 100. Geburtstag überlassen. Freigemacht. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner gegen Gesinnungslumperei und politischen Verrat. Wir hatten davon erfahren, es ging ja durch die Presse, es war ja angekündigt worden, und da dachte ich mir, dass ich, wenn die schon da meine Bücher verbrennen, dass ich auch dabei sein will als Augen- und Ohrenzeuge. Da rief plötzlich jemand hinter den Studenten, die da absperrten, da gingen Passanten oder blieben stehen, wollten auch durch die Sperre. Da steht ja Kästner. Naja, also da war uns ja nun nicht sehr wohl. Umso mehr, als mein Freund kurz vor der Emigration stand und nicht ausgesprochen arischer Abstammung war.